dass wir in Übersee dementsprechend gemeinsame Werbung machen. Es muss Karl Brendina eine Werbung machen in Berchtesgaden für sein Land und ich pfusche ihn dann als Tiroler hinein oder umgekehrt. Da geht es um die Werbung Übersee. Wenn heute in New York jemand, ein Amerikaner sagt, Mountains, na, was sagt man da? Switzerland. Um das geht's. Das war eigentlich der Grund, wie ich gesagt habe, das muss man ändern. Sagt nochmal die Schweiz. Das heißt, Mountains sind die Schweiz aus. Wir haben genauso schönen Tag. Und wir haben eine gemeinsame Landschaft, die Alpen. Und die Alpen wollte ich dementsprechend bewerben. In der Central Station in New York vor vielen Jahren haben die Schweizer Werbung gemacht, haben sie die ganze Central Station ausgepflastert mit ihren herrlichen Schweizer Bergen. Sämtliche Untergrundbahnen in New York sind mit Logos von der Schweiz gefahren. Seitdem ist in Amerika ein Mountain ist in Switzerland. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das wäre die gemeinsame Werbung gewesen, die man macht. Nur jeder versucht natürlich kleinkrämerisch da Werbung zu machen. Das geht nicht. Mit 100 Millionen Nächtigungen insgesamt, Trentino 30, Südtirol 30, Tirol 45. Das heißt, da muss man ansetzen. Das wäre ein super Projekt, genau wie du es vorhin gesagt hast. Aber ist nicht derzeit, wir haben sogar nachgefragt, der Herr Kompatscher dürfte kein großes Interesse haben, der war schon ein Stück sauer, dass der Antrag durchgegangen ist beim Freien Landtag. Aber umgesetzt ist nichts geworden. Einiges gehört jetzt an Ineffizienz in der Europaregion Tirol. Sie sind mit diesem Konstrukt ja auch schon sehr hart ins Gericht gegangen in der Vergangenheit. Sie haben die Europaregion einmal als Feigenblatt-Institution bezeichnet, die sich nur auf Buffet-Ebene begegnet. Nun heißt es bei uns, Maul nicht schleift. Wie kann man es besser machen? Ja, das stimmt, weil wir hatten das ja auch bei diesem Film vorher gesehen. Wenn es darum geht, in schönen Zeremonien, in schönen Filmen die Europaregion Tirol zu zeigen, dann ist jeder Europäer, dann ist jeder ein begeisterter Anhänger der Europaregion Tirol. Wenn es aber darum geht, konkrete Projekte umzusetzen, dann fängt schon das Aber an. Und genau diese Dinge sind es eben, die auch hier genannt worden sind, auch wie beispielsweise im Tourismus. Das Problem ist, dass hier Europapolitik von Menschen gemacht wird, die nationalstaatlich denken, die zwar von Europa reden, aber vor dem Kopf den Brenner als Grenze haben und nicht darüber nachdenken, dass man auch darüber hinaus agieren könnte. Es gibt unzählige Beispiele. Wir haben beispielsweise einmal eine Anfrage gemacht, wie viele Schüler aus dem Bundesland Tirol, auch aus Osttirol, zum Beispiel eine Schule in Südtirol besuchen. Ein einziger. Und der ist jetzt ausgeschult. Also inzwischen kein einziger mehr. Das heißt, es ist doch paradox, dass Schüler früher vor allem aus Lienz nach Innsbruck fahren müssten, obwohl auf der ganzen Strecke eigentlich Schulen wären, die sie ja früher auch besucht haben, ihre früheren Generationen. Umgekehrt genauso. Es hat einmal Initiative gegeben eines Unternehmens von der Südtiroler Seite des Wipptales, Lehrlinge auf der Nordtiroler Seite des Wipptales anzuwerben. Da hat es einen Mordsaufschrei gegeben, na, das kann man nicht machen, die Jungen können nicht in Italien arbeiten gehen. Wenn ein Arbeiter beispielsweise aus Siljan einen Arbeitsplatz in Innichen hat, das Nachbardorf, dann verliert er in Österreich Teile der Sozialbeiträge, weil er in Österreich keinen Arbeitsplatz nachweisen kann. Also man sieht, in wie vielen Bereichen diese Europaregion einfach nicht funktioniert, weil man nationalstaatlich denkt und nicht über die Grenze hinweg denkt. Und deswegen bräuchte es eben nicht nur Ideen, sondern es bräuchte auch Politiker, die den Mut haben, über die Grenze zu agieren. Das heißt, konkrete Projekte umzusetzen und nicht sich zu überlegen, warum funktioniert das nicht, sondern wie können wir es möglich machen, dass es funktioniert. Und der Tourismus ist das beste Beispiel dafür. Meine Familie stammt aus Sarfaus. Ich kann mich noch gut erinnern, als Sarfaus, Fis und Ladis eigenständige Skigebiete waren und jeder für sich Konkurrenzkampf gemacht hat. Früher war ja sogar jeder Skilifter seine eigene Punktekarte gehabt. Und heute gibt es im Grunde genommen Kooperationen zwischen mehreren Skigebieten, das ist alles möglich, aber wir schaffen diese Zusammenarbeit in Skigebieten, aber wir schaffen diese Zusammenarbeit nicht zwischen den Tiroler Landesteilen. Und daran hapert es. Man müsste einfach sagen, nicht warum funktioniert etwas nicht, sondern wie schaffen wir es, dass es möglich ist. Der Tourismus, im Grunde genommen auch, und da sehe ich nicht nur den Tourismus in Übersee, auch den Tourismus beispielsweise in Deutschland, in Österreich, in Italien, wir müssen es verstehen, uns als gemeinsames Tourismusland zu vermarkten, dass die Gäste hierher kommen, heute in Nordtirol wandern gehen, vielleicht morgen einen Tagesausflug nach Südtirol machen, am Tag drauf einen Gardasee fahren. Das wäre ein zusätzlicher Gewinn auch für eine Tourismusdestination Tirol. Und das müssten die Touristiker verstehen, dass man hier nicht im Konkurrenzkampf zueinander steht,
Und dass es nicht notwendig ist, wenn es in Südtirol einmal weniger schneit, dass dann in Kufstein ein Schild steht, in Südtirol liegt kein Schnee, kommt es ins Stubaital, wie das auch schon mal gewesen ist, oder umgekehrt, sondern dass man verstehen müsste, hier zusammenzuarbeiten, weil es auch einen Mehrwert und auch einen Mehrgewinn, einen ökonomischen Mehrgewinn für diese Europaregion Tirol brächte und natürlich auch im europapolitischen Sinne einen Mehrwert bringen würde. Also ich glaube, der Applaus ist gerechtfertigt, vor allem, lieber Sven, was du angesprochen hast mit den Arbeitsplätzen, Nonsens, ja. Das wären die richtigen Signale. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob der Dominik das Schild aufgestellt hat in Kufstein, nachdem er Hotelier im Stubaital drinnen ist. Aber ich möchte das ein bisschen korrigieren, gell, weil ich habe vielleicht eingangs dieses profane Beispiel genannt mit diesem Radrennen. Da gibt es jetzt diese Zusammenarbeit. Also diese Tour auf die Alps als neuer Giro del Trentino, als wirklich große internationale Rundfahrt mit einer ganz tollen Besetzung, war ein Schulterschluss der drei Landesteile. Die drei Landeshauptleute haben diesen Vertrag unterschrieben und die drei Tourismuswerbungen, Trentino, Südtirol und Nordtirol, arbeiten jetzt an der Umsetzung und auch an den entsprechenden Schönbildern, um die Region über diese Sportveranstaltung nach außen zu tragen. Es gibt ein zweites interessantes Projekt, welches ja ebenfalls ein Ergebnis unseres Tiroler Landtages und ich glaube sogar des Tiroler, nein, des Dreier Landtages gewesen ist, auch im Tourismus boomt seit Jahren das Skitouren gehen, neben dem klassischen Liftfahren. Und wir haben ja ein großes Projekt auf die Schiene gesetzt mit knapp 1 Million Euro Budget, wo es für die Europaregion eine eigene Plattform eines eigenen Lawinenwarndienstes geben wird, weil da gibt es natürlich diese Durchlässigkeit, dass viele Nordtiroler nach Südtirol fahren, zum Skitouren gehen und vice versa. Ganz vielleicht kurz, was der Rudi Federspiel angesprochen hat, hat natürlich schon etwas für sich. Ich meine, die Schweizer waren da immer viel geschickt in der Vermarktung ihrer Berge, haben sogar geschafft, dass Paramount das Matterhorn in ihr Logo hineingebracht hat und die Schweizer Berge sind auf allen Produkten omnipräsent. Ich glaube, man muss es ein bisschen richtig stellen. Wenn ich die verstehe, wurde, glaubst du ja nicht an eine neu zu bildende Dachmarke, wo man wieder viel Geld investieren muss, um diese Marke auf dem Weltmarkt bekannt zu machen, sondern einfach um einen engen Schulterschluss, um diese Region gemeinsam auch in den Möglichkeiten zu vermarkten. Ich glaube, das hat etwas für sich, weil es diese Durchlässigkeit natürlich geben kann und du hast es gesagt, meine Damen, sind ja keine Entfernungen. Gell? Ich meine, du bist von Innsbruck in 2 Stunden am Gardasee und vice versa. Und vielleicht noch ganz abschließend zu diesem Direktzug. Unsere Bürgermeisterin Elisabeth Planig war ja eine der vehementesten Verfechterinnen für die Wiederherstellung dieser Zugverbindung. Und du hast es gesagt, André, ich meine, es ist in Zeiten wie diesen, wo Mobilität in einer derartigen Umbruchphase ist, einfach anachronistisch und sowas von retro wieder auf Bus und Straße zu setzen, wo wir alle wissen, wie verstopft dieses Bustertal ist und dass man da nicht wirklich intensiver in diesen Zug investiert hat. Und wie es geht, habe ich jetzt gerade von einem Freund erfahren, der übers Wochenende in Rom gewesen ist. Mittlerweile fahren viele Innsbrucker nach Bozen mit dem Auto, lassen das Auto dort steigen, ja, und fahren dann mit dem Zug nach Rom oder nach Neapel weiter, weil das einfach eine ganz tolle Zugverbindung ist. Sie kommen aus der Wirtschaft und die Neos wollen der Wirtschaft Flügel verleihen nach eigenen Angaben. Tatsache ist aber, dass Unternehmer sehr selten über den Brenner fliegen und jene, die sich getrauen, die es tun, sehen sich meistens mit bürokratischen und rechtlichen Hürden konfrontiert. Ich möchte hier zwei Beispiele nennen, nämlich den Lehrlingsaustausch, der so gut wie nicht stattfindet, oder aber wenn zum Beispiel ein Silianer in Innichen arbeiten möchte, verliert er Teile seiner Sozialbeiträge in Österreich. Welche Maßnahmen bräuchte es, um die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in dieser Europaregion stärker zusammenzuführen? Also das ist im Prinzip ganz einfach. Und zwar das Wort Europa. Nein, das ist ganz einfach. Das Wort Europa. Der Kollege Pupp hat also darauf angesprochen, dass es ein Thema ist. Ich war bei der Firma Loacker in Osttirol und haben die Firma besucht, super toller General Manager aus Deutschland, aus Frankfurt. Als wirtschaftsliberale Partei versteht man sich natürlich sehr, sehr gut, weil dort hat die FDP 14,4%. Und wir haben ein bisschen so diskutiert darüber, wie es denn, was da für Probleme sind.
die Sozialdemokratie unter dem Bundeskanzler, dem jetzigen Bundeskanzler Kern, den ich persönlich sehr schätze, hat selbst aus rein populistischer Maßnahme heraus das Sozialdumpinggesetz im Prinzip komplett umgesetzt. Dieses Sozialdumpinggesetz wurde selbstverständlich auch von der Freiheitlichen Partei Österreichs gefordert. Die Europäische Union ist aufgeschrien und hat gesagt, um Gottes Willen, was macht ihr da für einen Blödsinn? Und zurückzukommen zum Loacker, der ein wunderschönes Werk, super toll, Hightech, alles drum und dran, in Osttirol hingestellt hat, wo auch sehr, sehr viel Fördergeld aus Nordtirol, aus der Europäischen Union, hineingekommen ist, auch Bundesgeld von der Republik Österreich. Der sagt, zum Beispiel habe ich ein Kassasystem für meinen Shop, wo ich bei dem Shop, der ist in der Nähe von dem Radweg, der ja für den Osttirol-Tourismus sehr interessant ist und sehr genutzt wird. Und dort habe ich einen Shop und dort verkaufe ich ca. 60% der Ware, die ich in Österreich an den Mann bringe. Österreich ist für Loacker, wie man sich vorstellen kann, ein schwieriger Markt, weil wir haben Manna aus Wien. Und faszinierend, er hat ein Kassasystem in Bozen von Olivetti und er hat ein Kassasystem in Osttirol. Wenn er jetzt einen Mitarbeiter, der geschult ist auf das Kassasystem, von Bozen nach Osttirol schickt, Fahrweg, weiß ich nicht, der Stunde 10 in etwa, und der dort Arbeit vollbringt, ist das nicht möglich. Und das im Jahr 2017, wegen dem Sozialdumpinggesetz. Er muss nachweisen können, und da muss ich jetzt wirklich eines sagen, Sie haben das vielleicht mitbekommen, das Publikum, ich komme nicht aus der Blasepolitik. Ich bin Obmann einer Bürgerinnenbewegung, komme aus der Wirtschaft, selber Touristiker. Für mich zählt es nicht, was da jetzt ein Landtag groß diskutiert und breit diskutiert und dann nicht beschließt. Ich bin unverschämter Konsument ihrer Politik. Mich interessiert nur das, was auf Schiene bringt. Und da muss ich ganz offen und ehrlich immer wieder deutlich darauf vehement hinweisen, Europa ist die Zukunft. Die Europäische Union hat die Antworten und nicht die Nationalstaaten. Und da bin ich ganz, ganz eng beim Sven Knoll, weil das ist das wirkliche Problem. Und ich könnte Ihnen jetzt 275 Beispiele rüberbringen. Und ein Beispiel möchte ich schon, weil Tourismuswerbung und so weiter, das mag schon sein, dass unter Rudi Federspiel, wie er Stadtrat war, und bei aller Ehre und bei aller Wertschätzung dir gegenüber, Rudi, aber das Zeitalter der großen Tourismusverbände ist vorbei. Das interessiert keinen Zipfel mehr, Entschuldigung vielmals. Ob es da eine Marke Tirol oder Südtirol oder was immer es dort noch gibt, das ist derartig, ich bin selber Hotelier, derartig stark positioniert. Da gibt es einen klaren Wettbewerb und meine Gäste zum Beispiel aus dem Stubaital, die stehen in der Früh auf und wenn es schneit, dann sagen sie, fahren wir Grontal, weil ich habe über Ferratel die Möglichkeit, um 8.02 Uhr aus dem Gästezimmer zu sehen, dass dort die Sonne scheint. Der fährt dorthin und kommt auch wieder gerne nach Tirol zurück, nach Südtirol, zu uns in Stubaital. Ganz einfach, weil die Realität das ist, dass wir wesentlich günstiger sind als wie die Hotelbetten in Grontal. Das ist die harte Realität, das ist der Wettbewerb. Das ist auch teilweise der Steuerwettbewerb, den wir in der Europäischen Union und in der Europaregion natürlich haben. Und Sie wissen ganz genau, dass es beim Einkaufstourismus umgekehrt ist und so weiter und so fort. Und ein hanebüchender Blödsinn ist, die Schweizer machen natürlich gute Werbung, aber die Schweiz hat im Wintertourismus, sind das nicht nur die Erfinder mit den Grand Hotels und so weiter, sondern die Schweiz hat eine unheimlich lange Tradition im englischsprachigen Tourismusmarkt. Und wenn Sie sich die Nächtigungen der Amerikaner in der Schweiz anschauen, dann sind die heutzutage verschwindend gering, vor allem in der Mittelklasse, da gibt es keine Amerikaner mehr. Also ist es völlig, meiner Meinung nach, Nonsens. Natürlich im Luxussegment, jawohl, aber dieses Luxussegment der Gstaader und der St. Moritzer 5-Sterne, 6-Sterne-Hotellerie, das haben wir in Tirol gar nicht. Entschuldigung.